Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Binding of Isaac Rebirth. Wir spielen heute mit Isaac einen Normalrun. Und nachdem die Challenge jetzt endlich funktioniert hat, meine Fresse, war das anstrengend, versuche ich jetzt einfach mal meine traurige Bilanz bei den Normalruns nochmal so ein bisschen zu verschönern. Und ich hätte mir vielleicht mal durchlesen sollen, was diese komischen Diamanten-Kristalldinger denn können. Dann wüsste ich das vielleicht jetzt. Naja, ist ja egal. Ich werde schon rausfinden. Also den einen, den wir vorhin schon hatten, nach der ersten Challenge, der zerstört alle zerstörbaren Gegenstände im Raum. Sprich, wenn man einen Raum hat mit vielen Steinen beispielsweise, dann schrottet der den praktisch. Das habe ich letztens mal zufällig irgendwo gelesen. Was der hier kann, muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Dead Bird! Das ist cool. Jetzt brauchen wir nur noch die Hure von Babylon und dann sind wir praktisch Eve, nur ohne Haare. Wieso hat Isaac eigentlich keine Haare, hä? Konnte der sich keine leisten, oder was? Nehmen wir es einfach mal. Ah ja, ich habe keine Ahnung, was das Ding kann. Es hat sich jedenfalls nichts verändert. Meine Geschwindigkeit. Ich bin schneller geworden. Das hat sich geändert. Also meine Laufgeschwindigkeit, nicht die Schussgeschwindigkeit, so wie es aussieht, nur die Laufgeschwindigkeit. Und wahrscheinlich auch nur auf den Raum limitiert. Somit könnte man sagen, wie gewonnen, so zerronnen, dann ist das Ganze wieder weg. Aber ist egal. Halt! Mensch, immer fällt da irgendwas hin, wo ich gerade weggelaufen bin. Bombs are key. Naja. Hat jetzt nicht so viel gebracht, ne? Läuft. Egal. Wir haben auf jeden Fall das Deadbird, das uns sehr hübsch im Kopf sitzt. Wollte gerade schon wieder sagen, in den Haaren sitzt, aber naja, wie gesagt, er hat halt keine. Ist wohl ein Glatzenbaby. Vielleicht hat er auch eine Wette verloren und hat alle Haare verwettet, sozusagen. Vielleicht hat er auch nur noch Haare auf den Zähnen. Vielleicht kommt er ja nach seiner Mutter. Aber, man weiß es nicht. Vielleicht ist ihn einfach nicht in den Sinn gekommen, ihm eine Frisur zu geben. Oder sie haben sich gedacht, jo. Genau, jo, wollen sie nicht sagen. Isaac ist ja nun mal ein kleiner Junge. Vielleicht gar noch so eine Art Baby. Nur kann es eben schon laufen. Na, Baby ist keins mehr. Hat mit seinen Sachen gespielt. Babys spielen normalerweise nicht mit irgendwelchen Spielsachen allein in ihrem Zimmer. Die liegen im Gitterbettchen und spielen höchstens mit irgendeinem Stofftierchen oder so. Oder haben so ein Mobile über sich hängen, was sich dreht, wo sie dann immer danach krabbeln. Ich finde das ja total knuffig. Isaac hingegen ist schon etwas größer, glaube ich. Aber er hat eine ziemlich kranke Fantasie, weil letztlich ist es doch das, woraus das Ganze hier entspringt, was wir hier jeden Tag sehen. Von daher, ja. Oh. Schick. Mal Mund abwischen, oder? Wäre mal angesagt, Freundchen. Egal. Kümmern wir uns nicht weiter um kosmetisches Zeug. Total uninteressant und irrelevant. Wir gucken lieber auf das, was wirklich zählt, nämlich Damage. Ja. Bin manchmal auch ein bisschen verrückt, ich geb's dazu. Aber nur ein bisschen. Seht ihr? Ganz normal. Ach, das Ding fehlt noch. Das ist so unscheinbar und tut eigentlich auch gar nichts. Aber es hält mich trotzdem vom Fortschritt ab. Noch eine Fliege. Attack Fly. Oh mein Gott, ich bin demnächst bald schon wieder der Herr der Fliegen, sozusagen. Ja. Ist okay. Nehmen wir. Nee. Wobei, manchmal kann da was Tolles drin sein, ne? Oder ist das nur im Teufelsraum, dass da ein Item drin ist? Ja, dieses Mal war es jedenfalls nicht so. Danke für die verschwendete Bombe. Die Spinne lassen wir einfach da, wir kommen eh nicht dran. Wow. Ich wusste, dass das passiert, Mann. Egal, das blaue Herz haben wir ja schon zu einem früheren Zeitpunkt verspielt. Somit ist das alles wieder reparabel. Oh Gott, wieso nehme ich eigentlich einen Schlüssel, obwohl ich doch eigentlich wissen müsste, dass ich gar keine Münzen habe oder nicht genug Münzen oder... Ach Gott, da oben geht's weiter. Ich dachte schon, sag mal, haben sie mich jetzt eingesperrt? Das habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Na, ich habe die Tischlampe nur an. Das ist irgendwie ein bisschen... Es sieht komisch aus. Ah!
Junge, jetzt spinn doch nicht rum. Was soll denn das? Und das Ding hat nur einen halben Schadenspunkt abgezogen. Also ich weiß ja nicht. Das sah mir eher aus wie absoluter Overkill, aber ich beschwere mich nicht. Ich lebe noch. Wow. Ganz schön sportlich, die Kameraden. Na komm. Verrecke. Braver Junge. Ist überhaupt ein Junge? Also Isaac schon, das weiß ich, aber... Die Viecher? Ach, scheiß drauf. Ja klar, jetzt kommen sie alle auf einmal. Erst kommt keiner und dann alle auf einmal. Puh. Komm her. Ja, ja, gut. Oh, mei. Wollte gerade sagen, wehe, du springst jetzt direkt auf mich drauf. Ich hab so etwas... Also ich hab was dagegen, wenn mich einer anspringt. So. Nehmen wir einfach mal diesen hier. Dann sind wir auch ein bisschen beweglicher und können trotzdem treffen. Wenn wir den mal treffen. Ich meine, die Richtung muss grob schon stimmen, sonst hilft das alles auch nichts. Der Pin! Der King Pin! Da ist er. Na, seht ihr, also wenn man total verschielt, dann bringt das alles auch nichts. Ja, ich konzentriere mich jetzt so ein bisschen bei den Bosskämpfen, weil ich genau weiß, dass ich das deswegen immer versaut habe. Ich glaube, bei meinem letzten Normal-Run, den ich da direkt nach diesem Hard-Mode-Run gemacht habe, da bin ich ja auf der Ebene am Bosskampf schon gescheitert. Das ist wirklich peinlich. Trotzdem habe ich natürlich kein Problem damit, euch das zu zeigen, was ich auch getan habe. Lohnt sich das? Ach nee. Komm, passt schon. Ab geht's. Bisschen mehr Leben schadet nicht. Schaden ist ja auch schon ganz ordentlich. Und durch das Vögelchen und die Fliegen können wir dann sogar noch mehr Schaden raushauen, wenn wir mal getroffen werden. Also kurzzeitig nach dem Treffer dann, weil die ja dann immer alle angreifen. Ob sich das lohnt. Wenn das wirklich alles ist, dann hat es sich nicht gelohnt. Dann werde ich wohl eher noch Herzen verlieren als gewinnen. Oder ich krieg genau das wieder raus, was ich eingesetzt habe, wenn ich getroffen werde. Naja. Also manchmal denke ich mir echt, wofür mache ich die Challenges eigentlich? Also die Challenge-Räume, ne? Nicht zu verwechseln mit den anderen Challenges, die man da extra auswählen kann. So, jetzt frisst den hier. Toll, die Hälfte schon wieder weg. Tja, liebe Bombe, wer zu spät kommt, verpasst das Beste. Aus welcher Werbung war das nochmal? War das Honda, Toyota? Keine Ahnung. Das mit dem Dixie-Klo und dem Noah. Ich fand die lustig. Eine Welle noch. Ah ja, die hier. Was denn sonst? Oh Junge, ich dachte echt, durch den Ansturm habe ich ihn jetzt. Okay, jetzt ist er tot. Der hier dürfte als nächstes fallen. Oder auch nicht, okay. Ich treffe scheinbar wieder alles nur durch das, worauf ich eigentlich zielen will. Passt. Naja, noch ein Schlüssel, okay. Beschweren wir uns einfach mal nicht. Wird schon seine Richtigkeit haben. Vielleicht. Oh je. Naja, okay. Auch nicht weiter schlimm. Item Snatcher. Ja, wetten, jetzt kommt der Gang wieder nicht, wo die zwei Scheißhaufen links und rechts sind, die goldenen. Komm, mach deinen Dance hier. Genau, streck dich, reck dich. Und verreck endlich. Aua. Aber nicht ich. Wie frech. Geht doch nicht. Was die hier machen. Dürfen die nicht. Ha, man könnte den Magneten am liebsten in jedem Run haben. Wäre mir zumindest recht, aber das klappt wohl nicht. So, was haben wir hier? Ach, die Typen. Okay, wir hauen lieber erstmal den hier weg. Aua. Weil der nuke ganz schön. So, jetzt können wir uns um den kümmern. Was war das jetzt gerade? Eine Heilung? Aber wovon? Er hat zumindest gerade dieses komische Geräusch gemacht, als hätte er irgendwas gefressen, oder? Alter, triffst du heute noch?
Mensch, Isaac, das geht doch nicht. Okay. Ja, das war knapp. Oh, Junge. Ich habe meinen Schaden, glaube ich, doch überschätzt. Ja, toll. Ganz toll. An den Kleinen noch Schaden genommen. Obwohl ich doch immer sage, wenn sie mal klein sind, so klein, dann ist es ein Free-Kill. Scheinbar doch nicht. Jetzt ist aber Ruhe, mein Freund. Guck mal, wie doof der ist. Ah, aber ich konnte ihn im Zeitraum nicht treffen, also nicht ganz so doof. Ist da oben im Weg auch was? Ich sehe das gar nicht. Das ist immer voll hässlich gemacht mit diesem blöden Interface drüber. So, ich habe jetzt mal das Licht ausgemacht, dann sehe ich vielleicht alles auch ein bisschen besser. Aber da war nichts mehr. Fall erledigt. Okay, jetzt könnte ich, glaube ich, langsam mal zurückgehen und mir das Herz holen, weil sonst muss ich noch viel weiter zurücklaufen. So wie es aussieht, geht es ja da dann weiter zum Boss irgendwann. Dann werde ich da wohl gar nicht mal lang gehen. Gucken wir mal da noch rein. Mittlerweile können wir es uns ja leisten. Book of Belial, oder? Yep. Cool. Ah, hat sich gelohnt. Seht ihr? Passt doch. Dachte erst, das wäre der Item-Shop, aber da hier noch so ein Raum ist, kann ja nur einer von beiden der Item-Shop sein. Aber wir gehen jetzt in den trotzdem noch rein. Um uns was zu kaufen? Keine Ahnung, eine Pille. Are you visit? Hä? Und dafür gebe ich Geld aus? Ernsthaft? Puh. Mal von vorne angucken. Jawohl, jetzt schielt er wieder. Geil. Ja. Ist ja cool, wenn man überhaupt nicht weiß, wo man gucken soll. Autsch. Oh Junge, das nervt. Übelst. Halt. Ah, jetzt geht's wieder normal. Ach ja. Haben wir es uns überlegt. Das ist ja sehr angenehm. Ja. Bingo. Ich sag schon wieder Dauer-Bingo. Ich wollte das lassen. Ah, es klappt halt einfach nichts, was man sich vornimmt. Sag ich doch. Klappt nichts. Egal. Mit einem halben Herzen weg, da können wir mal leben mit. Auf geht's. Ja. Oh je. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass er das gleich macht. Komm schon. Nein. Book of Belial ist so heavy, ne? Alter, ging der jetzt schnell runter. Dinner. Ja, nee, ist auch wieder scheiße. Dann muss ich das Book of Belial ablegen. Alter, Satan, kannst du mir auch mal was Vernünftiges hinlegen? Ist auch nicht mehr das, was du mal warst, ey. Alter Lappen. Wo ist der Brimstone? Wo ist der Bum? Buddy, Friend oder wie auch immer. Nix geht hier mehr. Eine einzige Enttäuschung, der Kerl. Junge, triffst du heute noch was? Scheiße, ey. Ja, endlich. Boah, dann beide ziemlich zeitnah. Cool. Sah eleganter aus, als es war. Das hat sich vor allem auch nicht so elegant angefühlt, als ich es gemacht habe. Nun denn. Boah, Mann. Ich scheitere schon an einfachen Sachen, ne? Durch eine Tür durchgehen. Gar nicht so leicht. Ach, guck mal an, der Larry. Dirty Larry. Ach ne, das war Harry. Alter. Junge. Jetzt verreck halt. Heute sind wir wieder ganz zäh, hä? Ich habe leider gerade keine Tränen, die durch ihn durchgehen. Bei der Highbrow Challenge waren die Tränen natürlich geil, weil die halt Flächenschaden gemacht haben. Somit hat jedes Segment Schaden bekommen, was in der Nähe war. Oder in diesem Splash-Radius von der Träne war. Dann waren die
Larrys und die ganzen anderen Wurmis, die so Stück für Stück sterben können, überhaupt kein Problem. Aber okay. Trotzdem bin ich natürlich froh, dass ich die Challenge nie wieder machen muss. Habe ich auch nicht vor, wenn ich ehrlich bin. Wir werden schon noch unseren Spaß haben mit uns, mit der nächsten Challenge dann vielleicht. Keine Ahnung, ich habe sie noch nicht angeguckt. Ich habe sogar schon wieder vergessen, wie sie heißt. Also, bin top informiert. Ah, guck mal, da heilt doch irgendwas. Das war die Fliege, glaube ich. Not bad. Praktisch das gleiche wie die komische Larve gestern. Oder Made oder Blutegel. Was waren das überhaupt? Ja, eher so ein Blutegel-Ding, ne? Nur scheinbar nicht so häufig. Speeddown, na doll, danke. Guck mal gleich, ob wir das irgendwie korrigieren können. Health up, na also, das klingt doch gut. Ups, das war jetzt nicht gewollt. Mann. 3 Münzen, die müssen ja wohl irgendwo drin sein. Weil ich will das Item haben. Mit den ganz vielen Pillen. What is all this? Nehmen wir mal den hier. Bis zum Boss ist es hoffentlich wieder aufgeladen. Ah. Okay, passt. Oh, wie er böse geguckt hat, ne? Oh, hier hätte ich es besser einsetzen können, das Buch. Ich hasse diese Räume mit den Viechern. Oh ja, vor allem erst ausweichen und dann doch nochmal in die Flugbahn rein. Elegant, ohne Ende. Keiner kann so elegant ausweichen und dann doch wieder in die Schussbahn laufen wie ich. Passiert mir bei League of Legends auch ganz gern mal. Da weichst du aus, denkst du so, boah, geil, fettes Escaping of Death und dann stirbst du. Top. Ah. Ja, mir war wieder mal nicht bewusst, dass die ja eine ordentliche Reichweite haben. Mut zur Lücke, sagt man da, aber es gab gerade keine oder nicht wirklich viele. Passt schon. Oh. Knapp, knapp, knapp. Muss wieder auf die freie Fläche hoch, sonst wird das nix. Sag ich doch, passt. So, da ist der Bossraum. Eine Münze fehlt noch. Wo ist sie? Ah, Curse of the Maze. Stimmt ja, da war ja was. Haben wir ja auch noch. Wir werden scheinbar teilweise willkürlich irgendwo hingeportet. Beziehungsweise in einem anderen Raum kommen wir dann raus, als wir eigentlich sollten. Aber das kam jetzt, glaube ich, gerade das erste Mal, oder? Auf der Ebene. Also so viel Curse of the Maze ist wohl nicht am Start. Hat wohl auch keine Lust heute, der Curse of the Maze. Keine Lust auf Arbeit. Na komm. Boah, Alter. Wie oft muss ich denn hier noch treffen? Ja, genau. Und dann voll rein in den... Hm. Egal. Lage im Griff. Noch läuft's ja einigermaßen vernünftig. Also meckern wir mal nicht. Halt! Dann nutzen wir doch mal diesen Opferraum, wenn wir es mal können. Und denken uns hinterher, what the fuck, haben die mich verarscht gerade. So, aber jetzt können wir das... Achso, halt, ich habe ja ein Herz mehr. Hm. Okay. Egal. Trotzdem noch Platz ohne Ende. Dürfte der Boss auch kein Problem sein mit dem Book of Belial. Sowieso nicht, den Nuke mal schnell weg. Ja, Duke of Flies, Alter. Oh Gott, das sind ja zwei. Oh, das hasse ich ja wie die Pest. Noch mehr Fliegen. Vor allem die großen Fliegen dann noch. Egal, kriegen wir hin. Allein wie schnell die Fliegen schon tot gehen, selbst die großen. Tja, Boss down, fetzt. Engelsraum. So, vielleicht in der... Oh. Seht ihr, die helle Seite ist dann doch irgendwie ein bisschen besser. So, wir sind voll mit Herzen. Was sagt er jetzt? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht am Anfang des Runs, dass es so fix geht. Ja, jetzt ist so die Frage... Ach, scheiß auf die blöden Pillen, ey.
Sonst hätte ich jetzt die blöde Tasche noch geholt, aber nicht so wichtig. Hebt mal die Münzen lieber auf, vielleicht gibt's hier ja noch was Besseres. Junge, Junge. Der Rosenkranz hat es nochmal ordentlich reingehauen, was das Leben angeht. Nein. Also wenn ich es jetzt nicht noch total versaue, dürfte das ein ziemlicher sicherer Clearrun werden. Schwierig kann es dann höchstens noch mal in Sheol oder in der Kathedrale werden. Scheiße, ich habe es gar nicht aufgepasst, ob ich mit Isaac eigentlich schon beide geschafft habe. Das wird ja am Anfang immer angezeigt und mein Gedächtnis, da brauche ich gar nicht drauf hoffen, das ist eh weg. Weil es gibt ja irgendwie auch noch einen Erfolg, wenn man mit allen beide Ebenen praktisch cleart, dann kann man irgendwann auch noch mal was freischalten, irgendwie noch eine neue Ebene. Irgendwie den Dark Room oder wie das heißt, keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall gibt's noch ein paar Ebenen, die wir noch nicht gesehen haben. Tot ist er. Ja, ja, denkst du dir, du blödes Feuer, hä? Hab ich schon gedacht, dass du noch schießt. Drecks Mörserbeschuss hier. Der Mörser. Alter. Jetzt. It glows with power. Oh, der Mixroom. Der hat uns letztens übelst geholfen, aber ich will nicht. Nee, wir gehen wieder raus. Passt schon. Also beim... Ah, wo waren das? Ah ja, klar, bei der Challenge. Da haben wir eigentlich übelst geile Items dann gehabt, aber mir gefallen die jetzt schon so gut. Haha, wer braucht schon Schlüssel, ihr Idioten, hä? Komm zu Papa. Halt, so ist fein. So ist lässig, oh jo. So, damit ich das auch mal wieder gesagt habe. Nee, sieht gut aus. Sogar so gut, dass ich wirklich sage, nö, ich will diesen komischen Dice Room gar nicht. Das passt schon so, wie es ist. Ach, guck an, The Wrath. Und es ist so schön, dass er dann stehen bleibt an seiner eigenen Bombe. Muss doch merken, dass da irgendwas schief geht. Ja, passt. Noch mehr Bomben. Ach nee. Das war das Bombing Buddy oder Bomb Buddy Dings da, will ich nicht. Book of Belial ist viel toller. Aha. Und wie jetzt wegen dem einen Ding da? Oh nee, ich hasse solche Räume. Komm schon. Alter, wie viel denn noch? Zwei Treffer müssen noch reichen, du blöder Wurm. Passt. Health up. Gut, haben wir ein blaues geopfert praktisch und dafür nochmal ein rotes. Wow! Okay. Das kann das also. Nett. Gut, das war jetzt mal wieder so ein richtiger Scheißraum, wo ich es übelst versaut habe, aber irgendwie ging es ja doch nochmal ganz gut. Also somit kein Problem, alles im Griff. Cooler Run, muss ich sagen. Bisher gefällt es mir sehr gut. Aber ihr kennt das Spiel ja. Es kann ganz schnell wieder vorbei sein oder zumindest ganz anders aussehen. Und daher lege ich mich jetzt mal noch nicht so arg fest. Trotzdem verspricht es auf jeden Fall einer der besseren Runs zu werden. Ja. Oi, 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 oi. Na, noch einer? Nee, okay. Vor allem, wie können die Fettsäcke denn so hopsen? Das ist total unrealistisch. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Das geht doch gar nicht. Aua. Ja, bei denen kassiere ich irgendwie immer, die springen können. Und dann auch noch hier Salven oder Streuschaden machen in alle Richtungen. Irgendeine nehme ich immer mit. Ach Gottchen. Die Ecke da unten war vielleicht nicht so schlau zum Kampieren. Passt doch.
So, Shop. Blaues Herz will ich nicht. Eigentlich will ich überhaupt nichts. Fange ich mal schon mal an, ein paar einzuzahlen. Mal Karte aufdecken, komm. So interessant ist das jetzt auch nicht. Das ist eher interessant, wenn man wirklich schon am Abkratzen ist und dann wirklich gucken will, dass man jeden Itemraum mitnimmt und jeden Secret Room vor allem. Aber im Moment sieht es ja jetzt nicht so danach aus, als wäre ich am Abkratzen irgendwie. Aber wie gesagt, das kann sich schnell ändern. Mal gucken, ob ich das in Sheol auch noch sage, falls ich da überhaupt hinkaufe. Kommt ja irgendwie auch nicht immer, ne? Aber oft. Und irgendwie, es gibt ja noch neben Satan, gibt es ja noch einen Endboss irgendwie da. Mega-Satan, also den hatte ich jetzt auch noch nicht. Ich glaube, dafür müsste man den anderen erstmal noch ein paar Mal besiegen, damit man den bekommt. Seht ihr, jetzt weiß ich, was fehlt. Der goldene Itemraum haben wir noch nicht gesehen. Den goldenen Itemraum haben wir noch nicht gesehen. Wäre das korrekte Deutsch. Ah. Na dann. Cruisen wir mal darüber, beziehungsweise watscheln darüber. Cruisen ist ein bisschen übertrieben. Tom Cruise ist nicht hier. Stirb jetzt mal. Irgendwas. Irgendwie. Danke. Ja, da hat's bleibt. Wow! Da ist doch nochmal einer mit Laser. Puh! Okay, jetzt soll ich mal aufhören, immer zu sterben. Immer zu sterben, vor allem immer Schaden zu nehmen. Also, ich glaube, mein Hirn ist bald tot, wenn ich weiter so viel Scheiße rede. Ah! Passt. Kiste steht auch gut, da ist der Itemraum, was will man mehr? Oh yeah, Attack Buddy. Ach, das ist auch so einer wie die... Boah, der hat eine Range. Alter. Ist die immer so hoch? Lohnt sich ja richtig. Jetzt habe ich übrigens alle meine blauen Herzen verspielt, wollte ich nur nochmal anmerken. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben übelst viele rote jetzt. 7, um genau zu sein. Nein, es sind sogar 8. Ich kann nicht zählen. Cool. Läuft. Zählen, wer braucht das schon? Ich fand Mathe eh doof. So, jetzt wisst ihr's. Boah. Na dann. Auf geht's. Wow. Weißt du was, du Penner, das kann ich auch. Und ich kann mich vor allem dabei selber in die Luft jagen. Gratuliere. Alter. Da ist er. Oh, armer kleiner Scheißer. Alles ganz schön schnell, ne? Irgendwie ist er gefühlt schneller unterwegs, wenn er zu Fuß ist, als wenn er auf seinem Gaul hockt. So, vielleicht finden wir jetzt was Gutes. Na, das ist, nenne ich schon mal, nicht so gut. Genau dasselbe. Ist er jetzt launisch, weil ich noch nichts von ihm genommen habe, oder was? Sieht fast so aus. Die paar Spinnis, das war's. Ja gut, Freunde, dann springen wir jetzt noch hier durch. Dann war's das für heute. In der nächsten Folge geht's weiter. Der Run sieht übelst gut aus und ich habe mir gerade fast mein eigenes Headset vom Kopf gehauen, wenn ihr gerade ein komisches Geräusch gehört habt. Herzlichen Glückwunsch. In diesem Sinne, macht's gut, danke fürs Zusehen. Schreibt mir was in die Kommentare und vor allem lasst eine Bewertung da, ne? Ich hab's euch ja neulich erklärt. Ein kleiner Klick auf den Daumen nach oben tut keinem weh und hilft enorm. Danke und tschüss.